Zunächst mal das Konzept Demian. Was verbirgt sich dahinter? Rein vom Wort her ist Demian die Abkürzung für demenzkranke Menschen in individuell bedeutsamen Alltagssituationen. Sie kennen das, man braucht immer ein gutes Akronym, eine gute Abkürzung. Es ist ein Konzept für die Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz, aber nicht nur. Es ist für die Pflege von Menschen mit Demenz entwickelt worden, aber wenn Sie es nachher reflektieren werden, werden Sie wahrscheinlich sagen, so demenzspezifisch ist es eigentlich gar nicht, um was es da geht. Ja, das Konzept ist in zwei Forschungsabschnitten von 2004 bis 2010 entwickelt worden und für die stationäre Langzeitpflege empirisch geprüft worden, für Alten- und Pflegeheime. Seit kurzem machen wir auch erste Pilotprojekte in anderen Kontexten, einmal in der Tagespflege und einmal in der Beratung von pflegenden Angehörigen. Ein multiprofessionelles Forscherteam war beteiligt. Das war Mitglied im Pflegeforschungsverbund NRW, das war so die erste Pflegeforschungsinitiative in Deutschland, wo es ganz viele Projekte gegeben hat im Pflegeforschungsbereich, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seit 2012 und deswegen auch der Ausdruck Work in Progress sind wir dabei, eben die langfristige Implementierung in den Blick zu nehmen. Was ist wichtig, um so ein Konzept wie das, was ich Ihnen vorstellen werde, langfristig in der Pflege zu implementieren. Ja, und indem wir uns der Frage nähern, was ist der Kerngedanke, die Grundlage dieses Konzepts, fange ich da an, wo ich auch in Schulungen immer gerne, sehr gerne anfange, nämlich bei Ihnen, indem ich Sie die Frage und Sie bitte, einfach kurz für sich zu überlegen, was macht Ihr Leben reich? Menschen, die Ihnen wichtig sind? Aufgaben und Tätigkeiten, die Ihnen Freude bereiten? Ziele und Erlebnisse, Ereignisse, auf die Sie hinleben? Bestimmte Dinge, an denen Sie hängen? Erinnerungen, die Ihnen Kraft geben? Vermutlich, hoffentlich ganz vieles aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Würden Sie auf all dies verzichten können und wollen? Wahrscheinlich wollen schon gar nicht und können nur schwer. Von was spreche ich hier? Ich habe mal ausgehend von einem englischen Ausdruck, Significant Others, der da verwendet wird, etwas holprige Übersetzung, individuell bedeutsame andere, also Personen, Erinnerungen, Ziele, Tätigkeiten, persönliche Projekte, Dinge, die mir persönlich etwas bedeuten, die mein Leben bereichern, an denen ich hänge und die für mich persönlich wertvoll sind. Diese Dinge sind nicht marginal, die sind keine Zugabe in meinem Leben, die machen eine wertvolle Essenz meines Daseins aus. In Bindungen an solche individuell bedeutsame andere, wir hatten eben schon mal Bindungen, da bezog es sich auf Personen, auf Bezugspersonen. Hier haben wir ein bisschen erweiterten Begriff, sofern man den Bindungsbegriff so benutzen darf. Also nicht nur an Personen, sondern eben auch an andere. Bindungen an individuell bedeutsame andere sind Ausdruck unserer Individualität. Jeder Mensch ist sehr einzigartig in dem, was ihm wichtig ist. Und im Kontakt mit individuell bedeutsamen anderen erfahren wir Lebenssinn. Sie kennen das, die Situation, ich bin mit einer Tätigkeit beschäftigt, die mir sehr viel gibt oder mit einem Menschen zusammen, der mir etwas bedeutet. In dem Moment habe ich das Gefühl, ich lebe. Das ist so der unmittelbare Erfahrung von Lebenssinn. Dass das nicht marginal ist, sondern sehr entscheidend, hat auch der Wiener Psychiater Viktor Emil Frankl beforscht und in vielen Büchern publiziert. Das Grundkonzept, was er sozusagen hat und worauf auch das Demian-Konzept aufbaut, beschreibt er so: Menschsein verweist über sich selbst hinaus auf etwas, das nicht wieder es selbst ist, auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt, oder auf mitmenschliches Sein, dem es begegnet. Also sozusagen ein ganz grundsätzliches Bedürfnis nach Sinn, was unabhängig ist von Kranksein oder Gesundsein. Aber nun zur Frage, ist es auch bei Demenz noch möglich?
Ein Ausschnitt aus einem Interview, was ich mit einer Dame mit Demenz geführt habe, 89 Jahre alt, Pflegeheimbewohnerin, mittelgradig, beginnend schwere Demenz, umfassender Hilfebedarf in der Grundpflege und auch immer wieder zeigt sie herausforderndes Verhalten, verlässt die Einrichtung und wird aggressiv, wenn man sie zurückholen will. Ich frage sie, was ihr wichtig sei. Sie sagt mir, ich schreibe gern, das ist wie ein Hobby für mich. Vor allem Maschine schreiben. Jetzt bin ich hier gelandet, die haben eine Schreibkraft gesucht, da bin ich gleich genommen worden. Auch jemand anderem helfen, wenn jemand einen Wunsch hat. Das beruhigt und befriedigt mich. Nicht, dass ich Geld nehme. Wenn dann jemand sagt, das haben Sie gut gemacht, dann ist das für mich eine Belohnung. Diese Frage, finden wir Hinweise auf solche individuell bedeutsamen anderen bei Menschen mit Demenz, insbesondere wenn es in die schweren, fortgeschrittenen Phasen der Erkrankung geht, hat uns im ersten Abschnitt des Demian-Projekts beschäftigt. Und nun ist es ja nicht unbedingt möglich, das im Gespräch zu erfahren, wenn ein Mensch demenzbedingt nicht mehr sprechen kann. Also mussten wir einen anderen Zugang auch finden dazu. Und hier komme ich auf die positiven Alltagssituationen. Positive Alltagssituationen, Situationen im Alltag, wo ich im verbalen, aber auch im nonverbalen Verhalten Freude, Wohlbefinden, positive Anregungen wahrnehme, sind beobachtbar, auch wenn ich mit der Person nicht sprechen kann. Was dahinter steht, ist nicht direkt beobachtbar. Da muss ich Schlüsse ziehen. Das ist eben das in der Situation, was die Situation positiv macht. Wenn ich davon ausgehe, jemand reagiert in einer bestimmten Situation immer wieder positiv, dann ist es kein Zufall. Dann ist in der Situation etwas, worin der persönlich angesprochen ist. Das individuell Bedeutsame. Das wiederum kann auch ganz unterschiedliche Ursachen haben oder kann einen Hintergrund haben, dass Erinnerungen angesprochen sind, soziale Beziehungen, Lebensthemen, Vorlieben, was auch immer, weiß ich manchmal oder weiß ich häufig, auch wenn ich die Biografie gut kenne, ich weiß es nicht immer. Aber was ich sehen kann, ist, die Situation ist offenbar für diese Person positiv und häufig gibt die Situation auch Hinweise darauf, was das Element ist. Nach solchen Situationen haben wir gezielt geforscht im ersten Projekt mit 100 zufällig ausgewählten Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern in unterschiedlichsten Stadien der Demenz. Wir haben individuelle, positiv bedeutsame Alltagssituationen für alle zufällig ausgewählten Teilnehmer gefunden. Die positive Bedeutung der Situation blieb über einen längeren Zeitraum stabil. Das heißt, es waren auch jetzt keine Zufallsdinge. Aus dem Wissen über solche positiven Alltagssituationen konnten die Pflegenden, das war das zweite Ziel dieses Projekts, nämlich daraus Maßnahmen zu entwickeln, konnten Maßnahmen entwickeln für die Gestaltung des Alltags. Und interessant war, dass die Anzahl gefundener Interventionen, gefundener Maßnahmen nicht mit dem Schweregrad der Demenz abgenommen hat, sondern im Schnitt ungefähr gleich geblieben ist. Also es ergaben sich für Menschen mit fortgeschrittener Demenz nicht zwangsläufig weniger Zugänge. Und die Arbeit mit positiven Alltagssituationen wurde auch von den Pflegenden selbst als gewinnbringend erlebt. Die Pflegenden gesagt haben, das ist was, das macht mir eigentlich auch Freude, solche positiven Alltagssituationen zu gestalten. Was wir aus dieser ersten Phase mitgenommen haben, war noch etwas davor, was wir nicht im Längsschnitt erforscht haben, was natürlich auch spannend wäre, ist, was geschieht mit positiv bedeutsam, individuell bedeutsamen anderen, wenn die Demenz voranschreitet. Wir konnten es ein Stück weit retrospektiv erschließen und da ergibt sich folgendes Bild. Es gibt Personen, Dinge, Tätigkeiten, wie auch immer, die bleiben bedeutsam über die gesamte Spanne hinweg. Vor allem sehr enge Bezugspersonen. Da weiß jemand nicht mehr, dass es die Tochter ist, aber dass es ein naher Mensch ist, weiß jemand noch. Manche gehen auch verloren. Und das sind sozusagen häufig sehr bittere Situationen im Verlauf einer Demenz, wenn jemand etwas nicht mehr tun kann, was er gern tun möchte, wenn jemand auch unter Umständen etwas gehindert werden muss, Stichwort Autofahren, was ein Leben lang einfach sehr wichtig gewesen ist. Aber, interessanter Befund, aber ich denke für Sie auch nicht unbedingt neu, neue Bindungen können auftreten. Bindungen zu Personen, aber auch Bindungen an Tätigkeiten, die jemand
entwickelt oder wo jemand Zugang hat. Was bleibt? Das Potenzial für emotionale Bindungen an individuell bedeutsame andere. Potenzial heißt, dieses Wissen, da könnte was sein, da können noch einfach Bindungen da sein, selbst bei einer Person, die ganz, ganz stark eingeschränkt ist. Und wie wir es heute Morgen ja auch im Vortrag gehört haben, die Fähigkeiten, Emotionen zu erleben und auszudrücken, was mir als Bezugsperson sehr viel darüber aussagt, was der Person bedeutsam sein könnte. Also über den Kontakt und die Begegnung mit individuell bedeutsamen anderen eröffnen sich Sinnmomente auch in den fortgeschrittenen Stadien der Demenz. Und da sind wir wieder bei dem Thema Moment. Aber zunächst mal so die Grundsätze, die dieses Konzept einfach hat oder postuliert, ist zunächst mal, und deswegen habe ich eben auch bei Ihnen angefangen, Lebenssinn, soziale Teilhabe, häufig sind soziale Situationen und Lebensfreude sind die wesentlichen Dinge, die das Leben reich machen, egal ob mit oder ohne Demenz. Auch bei Demenz gibt es Spielräume, Lebenssinn und soziale Teilhabe zu erfahren. In dem, was uns am Herzen liegt, sind wir individuell und unverwechselbar. Menschen mit Demenz behalten auch bei schwersten Einschränkungen diesen Kern an Individualität. Sie bleiben Personen bis zum Schluss. Sie wissen vielleicht, es gibt Philosophen, die das anzweifeln, aber mit diesem Menschenbild und diesem Ansatz kann man sagen, nein, Menschen mit Demenz bleiben Personen bis zum Schluss. Menschen mit Demenz dabei zu unterstützen, Lebenssinn und soziale Teilhabe zu realisieren, ist Bestandteil sorgender Pflege und Begleitung. Und das ist jetzt auch so der Überleitung zu der Frage, wie kann ich dieses Wissen im Alltag systematischer als Einrichtung nutzen und was macht das Konzept dazu? Zunächst, es mag vielleicht nur ein Moment sein, in dem so eine Begegnung oder so ein Kontakt mit etwas, was wichtig ist, möglich ist. Vielleicht nur ein Moment und für Sie vielleicht, wenn Sie gleich weitergehen, nur ein Moment. Für einen Menschen mit Demenz vielleicht der Lichtblick des Tages. Eine Pflegedienstleitung, eine Einrichtung, die mit Demian arbeitet, sagte mir, auch wenn wir wenig Zeit haben, durch diese persönliche Ansprache hat der Bewohner das Gefühl, man hat sich für ihn Zeit genommen, auch wenn es nur kurz war. Dieses Erkennen, was für jemanden bedeutsam ist, und das in das eigene pflegerische Handeln zu integrieren, ist alles andere als neu. Und viele engagierte Pflegende machen das tagtäglich. Es geht jetzt darum, sozusagen, wie kann ich dieses Wissen mehr in die Organisation und in die Abläufe und systematischer integrieren, dass es nicht auf der individuellen Ebene engagierter Pflegender verbleibt, sondern sozusagen zur Einrichtungskultur ein Stück weit wird. Um das deutlich zu machen, kann man sozusagen drei Ebenen von Wissensanwendung unterscheiden. Das ist ein Konzept aus Kanada, wo es um die Anwendung von neuem Wissen in der Pflege geht. Man kann sagen, ich kann so ein Wissen um die Bedeutung positiver Alltagssituationen direkt anwenden, indem ich Strukturen, Konzepte, Abläufe und so weiter schaffe, die ich dann sozusagen ausführe, an denen ich mich leitlinienmäßig auch halte, nämlich Instrumente einsetze und so weiter. Ich kann, es ist eine zweite Ebene, die genauso dazu gehört, ist die indirekte Anwendung. Das heißt, das ist sozusagen Wissen, was mir zur Verfügung steht in der Begegnung mit dem Menschen mit Demenz. Das habe ich als Pflegender und das hilft mir sozusagen Zugang zu finden oder mit der Person umzugehen. Und eine dritte Anwendungsebene ist die argumentative Anwendung, dieses Wissen um die Bedeutung von Lebenssinn, individuellen, bedeutsamen anderen und positiven Alltagssituationen kann ich auch gegenüber Dritten sozusagen schildern, um ein bestimmtes Handeln zu rechtfertigen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Prioritäten setze in der Pflege oder auch um andere einzubinden und zu überzeugen, dass das wichtig ist. Wir kommen zunächst mal zur direkten Anwendung und da muss ich Sie enttäuschen, da haben wir nichts, kein neues Tool, sondern wir verwenden das, womit Pflege wirklich auch täglich schon arbeitet, nämlich den Pflegeprozess. Also das Wahrnehmen, Kommunizieren, Planen, Dokumentieren, in die Pflege integrieren und evaluieren.
Also, wenn Frau M. reagiert erfreut, wenn ich sie auf ihre Tochter anspreche. Im Teamaustausch, hast du das auch erlebt? Welche positiven Alltagssituationen von Frau M. hast du beobachtet? Was machen wir damit auch? In der Planung, die Tochter ist eine wichtige Bezugsperson, sie lebt in Amerika. Mit Frau M. das Gespräch über die Tochter suchen, ihr aus alten und aktuellen Briefen vorlesen. So ein Beispiel von ganz vielen Situationen, die wo Maßnahmen daraus entwickelt wurden, aus dem Demian-Projekt. Jetzt sagen Sie ja sicher, okay, Pflegeprozess haben wir, läuft bei uns, ist jetzt, ja, vielleicht steht auch schon irgendwie das eine oder andere Biografische auch, oder sozusagen nehmen das mehr oder weniger. Entscheidend ist der Punkt, wie läuft der Pflegeprozess vor Ort? Ist es so, dass diese Informationen, diese wichtigen Informationen über individuell bedeutsame andere und positive Alltagssituationen wirklich auch zirkulieren? Das heißt, von dem gezielten Wahrnehmen und Erfassen oder auch beiläufigen Wahrnehmen und Erfassen solcher Situationen über das Reflektieren, was könnte dahinter stehen, auswerten, planen, was machen wir damit, hin zur Anwendung, zur Umsetzung von Interventionen, Maßnahmen, Situationen im Alltag und dann aber auch wieder reflektieren, ist das noch aktuell? Hat sich da was verändert? Ist was Neues hinzugekommen? Was beobachten wir? Also so dieses sozusagen zu zirkulieren, das ist sozusagen ein entscheidender Punkt, was sozusagen, ja, wo eine Implementierung oder ein Arbeiten mit dem Demian-Konzept ansetzt oder auch eine Ist-Analyse am Anfang, wo man erstmal guckt, okay, wie läuft es und wie kommen die Informationen rum? Und wie integrieren wir möglicherweise neue Aspekte in das Assessment, in die Planung und so weiter. Die zweite Ebene ist die indirekte Anwendung. Was möchte ich, dass meine Mitarbeiter sozusagen, welches Wissen soll das Handeln von Mitarbeitern leiten? Im Kontakt zu sein mit dem, was einem Menschen wichtig ist, ist Grundlage für Lebenssinn, für mich genauso wie für diesen Menschen mit Demenz. In allen Stadien der Demenz haben Menschen das Potenzial, Lebenssinn erfahren zu können. Mein Handeln oder Nichthandeln als Mitarbeiter trägt entscheidend dazu bei, ob Chancen zur Sinnerfahrung für diesen Menschen entstehen oder nicht. Kein positiver Moment ist zu unbedeutend, auch wenn er kurz ist. Er kann für diesen Menschen der Lichtblick des Tages sein. Auch wenn ich meine, ich kenne diesen Menschen sehr gut, er ist immer mehr, als ich von ihm weiß. In jeder Begegnung mit ihm habe ich potenziell die Möglichkeit, etwas Neues über ihn zu erfahren. Finden wir auch auf jeden Fall natürlich im personenzentrierten Arbeiten nach Kitwood, auch in der Gefühlsarbeit, so eine Haltung. So eine Haltung kann ich jetzt nicht verordnen. Aber so ähnlich, wie das vorhin für die Feinfühligkeit gesagt wurde, gilt es auch für diese Haltung. Man kann sie üben. Nämlich wie? Indem man Kommunikationsprozesse darüber anregt und führt. In der Kommunikation, in dem, wie Mitarbeiter sich vor Ort austauschen, entsteht so eine Haltung, entwickelt sich weiter oder auch nicht. Deswegen ist ein ganz entscheidendes Tool des Demian-Konzepts die Demian-Teambesprechung. Die dauert 20 Minuten, halbe Stunde, soll regelmäßig ausgeführt werden. Und es geht darum, zu sammeln und zu dokumentieren anhand von einem Leitfaden, welche Situationen beobachten wir von einer Bewohnerin? Was wissen wir darüber hinaus noch oder vermuten, was für diese Frau wichtig sein könnte? Was wissen wir darüber hinaus, insbesondere mit Blick auf das späte Stadium der Demenz, aber auch generell, was über sensorische Anregungen, sehen, hören, schmecken und so weiter positiv sein könnte? Effekte, das sind jetzt Erfahrungswerte, haben wir jetzt nicht sozusagen prä-post gemessen, aber sozusagen in der Arbeit festgehalten. Wir haben einen Informationstransfer. Im Demian 1-Projekt war es sehr interessant, jeder Mitarbeiter, den wir interviewt haben, wir haben, das habe ich vorhin vergessen, zu jedem Bewohner 3 Mitarbeiter, einen Angehörigen und wenn es irgend möglich war, den Bewohner selber interviewt. Die Mitarbeiter wussten
eigentlich alle auf Anhieb und Situationen zu berichten. Sie wussten aber wenig voneinander. Wenn wir das in den Austausch gebracht haben, dann waren da oft Aha-Effekte. Was? Das? Ja? Also das zirkuliert im Team, das Wissen. Es ist gleichzeitig auch, ist diese Teambesprechung auch eine Basis für die Maßnahmenentwicklung. Auch die Maßnahmen werden dort entwickelt, dass es sozusagen auch im Pflegeprozess weitergeht. Weitergehend, psychosoziale Dimensionen des pflegerischen Handelns werden verbalisiert und sichtbar gemacht. Es wird zu wenig über so etwas auch gesprochen oder sozusagen es geht sehr viel unter im pflegerischen Alltag. Und Pflegende haben häufig das Gefühl, das zeigt auch eine Studie, Pflegewert, das ist doch eigentlich ein wichtiger Aspekt meiner Tätigkeit, aber irgendwie geht der total unter vor all dem anderen. Und die Individualität von Menschen mit Demenz wird deutlicher. Es ist nicht einfach, personenzentriert zu arbeiten, wenn ich einen Bewohner habe, der wirklich stark herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, der einfach, wo viele kritische Situationen auftreten, da bedarf es wirklich einen anderen Fokus, um auch die andere Seite immer wieder in den Blick zu nehmen und das nicht zu verlieren. Und eben Impulse werden gesetzt für personenorientiertes Wahrnehmen und Handeln. Wenn ich weiß, das wird immer wieder im Team besprochen, dann schaue ich im Alter auch genauer hin. Das ist die Teamebene. Und darüber hinaus gibt es aber noch eine organisationale Ebene. Sozusagen das, was in den Teambesprechungen diskutiert wird und geplant wird, muss in den Alltag kommen, aber muss auch sozusagen auf eine übergeordnete Steuerungsebene kommen. Nämlich, wenn wir bei der Planung immer wieder auf Hürden stoßen, weil Dinge dauernd nicht gehen, stellt sich die Frage, können wir auf einer strukturellen Ebene solche Hürden durch Veränderungen überwinden? Wo sind da unsere Spielräume und wo müssen wir auch sagen, geht nicht, können wir nicht leisten? Sozusagen auf der Pflegemanagement-Planungsebene ist das dann auch eine wichtige Frage und da ergeben sich zum Beispiel Notwendigkeiten zur Veränderung in der Aufgabenteilung zwischen Pflege, Alltagsbetreuung und Hauswirtschaft, Veränderung von Arbeitsabläufen, räumlichen Gegebenheiten, Mahlzeitenversorgung, dass individuelle Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden können oder auch Einbindung von Bezugspersonen. Wen können wir noch einbinden? Und da hatten wir spannende Beispiele von internen Personen, vom Hausmeister, von was weiß ich, die sozusagen da in Einzelsituationen mit eingebunden wurden, aber auch externe Personen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie genau implementiert man das denn, dann muss ich Ihnen auch wieder sagen, kommt drauf an, wie die Gegebenheiten bei Ihnen sind. Wichtig ist bei diesem Konzept ganz stark darauf zu achten, was gibt es schon in der Einrichtung, was ist da und es gibt durchaus, ich kenne viele Einrichtungen, wo ich sagen würde, die brauchen auch nicht zusätzlich noch ein Demian-Konzept. Die arbeiten schon so weit entwickelt in ihrer personenzentrierten Pflege, da müssen wir das nicht auch noch implementieren. Das ist sozusagen für diese Einrichtung nicht das Thema. Also was gibt es und wie sind die Voraussetzungen, so etwas zu implementieren? Es gibt natürlich Voraussetzungen. So etwas gelingt nur, wenn das Arbeitsklima also nicht eine gewisse Schwelle unterschreitet, wenn das Management oder wenn sozusagen die Abläufe nicht die Pflegenden so einengen, dass kein Spielraum mehr da ist und wenn natürlich auch von der Leitung der Einrichtung wirklich ein Wille ist, da einen Fokus zu setzen mit Konsequenzen. Häufig heißt es dann, gibt's das? Ja, es gibt's. Es gibt solche Einrichtungen, durchaus. Es gibt auch diese Einrichtungen, wo das von der Leitung her gar nicht geht, das ist richtig, aber es gibt eben auch diese Einrichtungen, die diese Spielräume bei sich entdecken und nutzen. Ja, also es ist immer so, können wir doch alles gar nicht machen. Müsste man gucken, also sozusagen da weiterzuarbeiten in dem Sinne, wie das Demian-Konzept das anregen will. Das anzuschauen und dann das Konzept zu nehmen und dann sozusagen den Implementationsprozess anzustoßen. Wir gehen zyklisch vor. In einem sehr frühen Stadium implementieren wir die Mitarbeiterbesprechungen und dann ergibt sich aus diesen Besprechungen häufig das, was als nächstes zu tun ist. Das, wo es nämlich dann am wenigsten funktioniert. Häufig werde ich auch gefragt, ja, was machen Sie denn mit den negativen Alltagssituationen? Haben die denn gar keine Bedeutung im Demian-Konzept? Natürlich haben die eine Bedeutung.
Aber das Demian-Konzept versteht sich nicht als ein umfassendes Konzept, was sämtliche Aspekte der Pflege abdecken will. Es gibt einfach auch schon viele gute Konzepte, die andere Aspekte abdecken. Und eine bedarfsorientierte Integration unterschiedlicher personenzentrierter Konzepte ist sozusagen etwas, was uns da näher ist als, und wir machen jetzt auch noch das und auch noch das und auch noch das. Zum Beispiel eben die verstehende Diagnostik, die gerade eben bei schwierigen Situationen und beim Umgang mit herausforderndem Verhalten einfach ein sehr, sehr guter Ansatz ist, ergänzt sich sehr gut mit dem Demian-Konzept. Anderes Beispiel sind milieutherapeutische Konzepte, wenn es um die Umweltgestaltung geht. Also sozusagen nicht der umfassende Anspruch, sondern ein bestimmter Fokus, von dem aus man auch gucken kann, was brauchen wir noch. Also, denn ich komme jetzt eigentlich schon zum Ausblick. Aber vielleicht haben Sie noch viele Fragen, die wir dann noch bearbeiten können. Argumentative Wissensanwendung, die dritte Ebene, habe ich bisher nicht angesprochen, ist etwas, wo wir jetzt auch noch nicht ausgearbeitet haben, was aber auch ein drittes Anliegen ist. Nämlich, wie kann ich sozusagen das Wissen, was ich über die Spielräume zu Sinn und Lebensqualität bei Demenz weiß, indem ich Menschen mit Demenz pflege und begleite, auch Dritten gegenüber nutzen. Wie kann ich das kommunizieren? Ist ein wichtiges Thema, weil, war heute Morgen ja auch schon angesprochen, natürlich, die Demenz ist nach wie vor eine Erkrankung, die für viele mit sehr großen Horrorvorstellungen verbunden ist, die also sozusagen sehr starke negative Bilder auslöst. Und in der Demian-1-Studie war sehr, sehr deutlich, dass während die Pflegenden gerade aktuelle positive Alltagssituationen spontan häufig nennen konnten, auch für Menschen mit schwerer Demenz, hatten es die Angehörigen wesentlich schwerer. Meine Frage danach, was ist momentan positiv für die Person? Die erste Antwort war häufig nichts. Ja, fragen Sie mich mal nach früher. Wir haben natürlich auch nach früher gefragt. Frühere Situationen sind auch wichtig. Da könnte ich Ihnen vieles berichten, aber das ist ja alles nicht mehr da. Und dann erst im Verlauf des Gesprächs, nach einer halben, dreiviertel Stunde, kam dann sozusagen, Mensch, ja, da hat er sich gefreut. Stimmt, als ich kam. Oder als wir rausgegangen sind und dann da vorbeigegangen sind. Also das Wissen ist häufig verschüttet über solche Dinge auch. Das heißt, es gibt einfach sozusagen, wenn man mal den Fokus über die Einrichtung hinaus setzt, und da sind wir ja heutzutage auch mehr und mehr dabei, wenn es um Quartierskonzepte geht, um Vernetzung, um integrierte Versorgung, da haben Pflegende und Menschen, die einfach mit Menschen mit Demenz arbeiten, häufig ein Wissen, was wichtig wäre weiterzugeben, um sozusagen auch diese Spielräume, die es trotz aller schwierigen Einschränkungen, das auch Nachlassen von Fähigkeiten immer wieder gibt, die zum Thema zu machen. Eben in der Kommunikation mit Angehörigen, Besuchern, Kooperationspartnern, bei Netzwerkaktivitäten im Gemeinwesen. Das haben wir noch nicht systematisch ausgearbeitet, aber werden es sicherlich weiterverfolgen, weil eben es ja zunehmend auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die Versorgung von Menschen mit Demenz. Und da eben die Pflege und Begleitung viel einbringen kann. Darf ich ganz kurz noch den Abschluss, ich habe Sie im Blick. Ich habe mal sozusagen nur noch eine Folie und dann kommen wir in die Diskussion. Im Prinzip nur noch eine Erläuterung von dem, was ich gerade sage, weil Ziel wäre es natürlich, sozusagen ein bisschen so eine Haltung auch zu entwickeln, auch im nicht professionellen Bereich, wie es das folgende Beispiel deutlich macht, was ein Angehöriger mir berichtet hat. Bei meinem Vater habe ich alle Stadien der Demenz miterlebt. Er war Organist und Chorleiter. Eines Tages haben wir bemerkt, wie das Chorleiten, das ihm immer leicht gefallen ist, angefangen hat, ihm Stress zu bereiten. Dann hat er damit aufgehört und nur noch Orgel gespielt. Dann fiel ihm auch das immer schwerer. Da haben wir vorgeschlagen, spiel doch wenigstens im Kindergottesdienst. Das hat er gemacht, bis die Krankheit weiter fortgeschritten ist und es immer häufiger vorkam, dass er Lieder zweimal hintereinander gespielt hat. Da hat er mit dem Musizieren in der Kirche aufgehört. Aber wir beide haben danach noch lange gemeinsam zu Hause musiziert.
er Klavier und ich Tuba. Irgendwann ging auch das nicht mehr. Da haben wir Kirchenlieder gesungen. Und seitdem auch das nicht mehr möglich ist, weil er die Liedtexte nicht mehr weiß, summen wir eben die Melodien zusammen.